Oh, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Video und heute mal nicht mit einem Escape from Tarkov Video, auch wenn das Gameplay im Hintergrund was anderes vermuten lässt. Das ist auch nicht das Video, was ich eigentlich heute rausgeben wollte und dafür erstmal Entschuldigung. Ich weiß, viele von euch warten auf viele verschiedene Videos und an der Stelle muss ich mich tatsächlich auch erstmal entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenig kommt. Ich denke, mein Time-Management ist zurzeit ein bisschen eine Katastrophe und ich bin nicht wirklich effizient, wenn es darum geht, die neuen Videos fertig zu machen. Auch wenn ich jeden Tag dran arbeite, ich bleibe immer an gewissen Stellen hängen. Und ich gebe mein Bestes, damit es in Zukunft besser wird und dass ihr öfter und schneller die Videos bekommt, die ihr verdient habt. Trotzdem, ich möchte das Video hier nutzen, um Danke zu sagen. Ich nehme das Video gerade auf, es ist der 4.3., also Sonntag, und wenn ihr das Video seht, ist Montag, das heißt, wenn ihr das Video seht, habe ich gestern von Twitch die Zusage für die Aufnahme ins Twitch-Partnerprogramm bekommen, und für mich ist das der absolute Wahnsinn. Ich weiß, das hört sich bei mir so emotionslos an, aber es bedeutet mir wahnsinnig viel und ich kann es nicht in Worte fassen, wie viel es mir bedeutet. Ich habe am 31. August 2017 angefangen, auf Twitch zu streamen. Es ist also etwas über ein halbes Jahr her und jeder, der auf Twitch streamt, weiß, wie schwer das eigentlich ist, als Twitch-Partner aufgenommen zu werden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich lange Zeit nicht gedacht habe, dass das für mich überhaupt irgendwann mal ein Thema sein wird. Ich bin ein ziemlich zurückhaltender Typ, ein wahnsinnig ruhiger, stellenweise auch schüchterner Typ. Und erst durch das Stream an sich bin ich auch in der Hinsicht ein bisschen aufgetaut und hab mich ein bisschen auch entwickelt in der Zeit. Und als ich angefangen habe mit dem Streamen auf Twitch und generell mit YouTube-Videos, war für mich der Gedanke, dass irgendjemand meine Videos oder meine Streams angucken möchte, ganz, ganz weit weg. Also wirklich fast schon nicht existent. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das, was ich da raushau, irgendwen interessieren könnte. Ich wollte das einfach nur tun, um ja, mich selbst ein bisschen zu beschäftigen. In meiner Freizeit ein bisschen was zu tun, was mir einfach Spaß macht, wie es jeder andere mit seinem Hobby auch macht. Und jetzt stehen wir hier. Für euch ist der 5.3. Für mich in etwas über einer halben Stunde auch. Und vielleicht will es der Zufall so, dass der 5.3. der Channel-Geburtstag, der YouTube-Channel-Geburtstag ist. Es ist also tatsächlich so, dass ich am 5.3.2017 den YouTube-Channel hier eröffnet habe und ziemlich genau ein Jahr später stehen wir bei 3600 Abonnenten. Im Schnitt 120 bis 150 Zuschauer auf Twitch. 250 Abonnenten auf Twitch. Es ist. Ich krieg's in meinem Kopf nicht ganz zusammen. Und ganz, ganz viel in mir sagt mir, dass das auch ein riesen Teil Glück war, dass sich das Ganze so entwickelt hat. Ich denke, allein Escape from Tarkov war ein großer Teil von dem Erfolg, weil das Spiel eine Phase hatte, in der es einfach wahnsinnig gern geguckt wurde auf Twitch und in der es einen kleinen Hype erfahren hat. Und auf der Welle bin ich ein bisschen geritten. Für mich gilt es jetzt natürlich zu gucken, kann ich die Leute an meinem Content interessiert halten und wie wird sich das in Zukunft entwickeln. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass ich euch den Content liefere, den ihr euch wünscht, ohne dabei natürlich mich selbst zu vergessen, weil letztendlich muss mir das Ganze Spaß machen und muss mich motiviert halten, damit der Content überhaupt gut werden kann. Ich bin euch auf jeden Fall unfassbar dankbar für alles, was ihr für mich getan habt, für jede Minute, die ihr bei mir im Stream seid, für jeden Kommentar im Chat, einfach für alles. Ich kann es
nicht wirklich zusammenfassen. Und ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach, dass das Ganze jetzt nicht so happy klingt, wie ich eigentlich bin und wie ich definitiv auch sein sollte. Für mich ist das ein ganz, ganz besonderer Moment in der kurzen YouTube- und Twitch-Laufbahn. Also, ich würde das Video jetzt an der Stelle beenden. Vielen, vielen Dank für alles. Ein Jahr Totally Aggro auf YouTube. Der absolute Wahnsinn. Vor allem, dass ich immer noch dran geblieben bin. Ich bin jemand, der ganz, ganz viele Sachen in meinem Leben relativ schnell aufgegeben hat. Und diesmal nicht. Wir bleiben dran. Ich danke euch für alles. Ihr seid unfassbar. Haut rein. Danke. Ciao, ciao. Alter, habt ihr das gesehen? Ich fass es nicht.